Liebe Freunde der NPD, liebe Kameraden, ich möchte euch heute unsere NPD-Plakate zur Bundestagswahl vorstellen. Mein Name ist Jörg Hähnel, ich bin Amtsleiter für Öffentlichkeitsarbeit beim NPD-Parteivorstand. Wir haben uns entschieden, mit 4 Motiven in den Straßenwahlkampf zu gehen. Wichtig bei der Auswahl der Sprüche und der Entscheidung für die Gestaltung war uns vor allem Unverwechselbarkeit. Die Einzigartigkeit der NPD im politischen Spektrum herauszuarbeiten und in griffige Formeln zu stecken, sorgt für Polarisierung und optimale Wahrnehmung. Zu den Motiven. Zunächst der Klassiker, Arbeit zuerst für Deutsche. Die wirtschaftlichen Verwerfungen, die Krise als Folge der Globalisierung verlangen eine Rückbesinnung auf uns selbst. Das, was in anderen Ländern völlig normal ist, muss auch in Deutschland wieder Leitmotiv werden. Zuerst das eigene Volk, dann die anderen. Folgerichtig das zweite Motiv. Heimreise statt Einreise. Die Verschärfung der sozialen Gegensätze durch Masseneinwanderung, durch kulturelle Verflachung und der Genozid am deutschen Volk müssen gestoppt werden. Eine Zukunft in Sicherheit und innerem wie äußerem Frieden kann es ansonsten nicht geben. Das dritte Motiv hat eine vielschichtige Aussage. Vaterland, Muttersprache, Kinderglück. Deutschland wird erst dann wieder zu einem Kinderland, wenn wir unserem Volk Geborgenheit und Sicherheit sowie Gemeinschaft und Identität vermitteln können. So wie ein Baum seine Wurzeln zum Leben braucht, so brauchen auch wir den festen Halt der Werte, der Traditionen und Überlieferungen, um nicht die Orientierung und die Ordnung im Leben zu verlieren. Unser viertes Motiv soll aufrütteln und anspornen, mit den unwürdigen Verhältnissen dieser Berliner Republik aufzuräumen. Abwracken. Eine Politik, die uns schadet, die unsere soziale Sicherheit zerstört, die unsere Arbeit nicht mehr leistungsgerecht entlohnt, die unsere Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, die uns nur noch zu Arbeitssklaven degradiert, muss entsorgt werden, um Raum für eine neue Politik zu schaffen. Eine Politik, die nicht die Profitmaximierung der Banken und globalen Konzerne im Blick hat, die nicht Krieg für US-Interessen führt, die nicht einen austauschbaren, multikulturellen Einheitsbrei fördert, sondern die Interessen von uns Deutschen im eigenen Land in den Mittelpunkt stellt. Es ist höchste Zeit für die NPD.